um ein paar Einstiegsfacetten zum Thema Neptun einzufangen. Ich fange mal mit dem Bild hier unten an. Das ist eine Maske. Neptunische Menschen findet man häufig in Tätigkeiten, die damit zu tun haben, dass man sich verkleidet, dass man sich versteckt, dass man vorgibt, jemand zu sein, der man nicht ist. Denn eine häufige Entsprechung von einem stark gestellten Neptun im Horoskop kann sich dahingehend äußern, dass man nicht wirklich eine voll ausgebildete und ständig konstante Ich-Persönlichkeit hat, sondern dass man sich versteckt hinter Masken, und das hat dann immer etwas Schützendes. Und man weiß dann zwar nicht, mit wem man es zu tun hat, aber ein Stück weit kann die Facette, die diese Maske ausstrahlt, ein Stück der echten Persönlichkeit sein. Ihr müsst heute übrigens entschuldigen, wenn mein einer Kater immer so ein bisschen miaut. Ich weiß nicht, was mit dem heute los ist. Ich hoffe, das stört die Aufnahme nicht zu sehr. Leider höre ich nicht. Sehr schlechte Verbindung, liegt wohl am Sturm. Geht es den anderen auch so? Sonst ich kann es noch mal lauter machen. Aber manchmal schreit es dann so. Kann ich kurz eine Rückmeldung haben, wie das mit der Ton gut, alles gut, hier ist alles gut, wunderbar. Heike, du musst mal gucken, was du für eine. Ich sehe auch, also alle anderen haben Werte von über 200 oder annähernd 200 und du hast einen Wert von 0, was die Übertragung angeht. Deshalb mein Tipp an dich, geh raus und wieder rein. Ich hoffe, das ist dann klar. Okay, gut. Also so viel zur Maske. Daneben finden wir diesen rennenden Hasen. Also neptunische Phänomene haben immer etwas Flüchtiges, etwas Rasches, etwas, was wir kaum erhaschen können, was wir kaum festhalten können. Das ist auf der einen Seite, werden wir nachher finden, etwas sehr Lustvolles, etwas sehr Reizvolles, etwas sehr Unterhaltsames. Und auf der anderen Seite wieder etwas Trauriges, denn wir können es nicht erhaschen, es zieht vorbei und lässt uns unter Umständen einsam und verlassen zurück. Aber erstmal als Phänomen ist es wichtig festzuhalten, dass, wenn wir es mit Neptun zu tun haben, es immer etwas Flüchtiges hat, wie eine Täuschung, eine optische Täuschung, eine gefühlsmäßige Täuschung, ein Gefühl der Verwirrung und ein Gefühl, wie wenn man sich die Augen reibt und sich noch erstmal hinsetzen muss und Revue passieren lassen muss. Was ist da jetzt eigentlich passiert? Petra und Christa sagen, jetzt ist okay und jetzt ist besser. Na gut, wunderbar. Also wenn mit dem Ton irgendwas ist, meldet ihr euch, ja? So, dann habe ich hier rechts unten ein Bild, was ich in einer anderen Spielart später nochmal aufnehmen möchte. Das ist ein Motiv, das um die Jahrhundertwende also um die letzte Jahrhundertwende, nicht um 2000, sondern um 1900 in Paris sehr oft aufgegriffen wurde. Und das nennt sich die Absinth-Trinkerin. Absinth war eine Art, also ein ganz, ganz starker grüner Likör, der, wenn man zu viel davon getrunken hat, im Gehirn Schäden ausgelöst hat. Und arme Leute haben das manchmal getrunken, um zu flüchten. Und wir sehen hier, es ist eine sehr arme Frau, es ist eine sehr verzweifelte Frau. Wir können gar nicht sehen, ob sie schläft oder ob sie nur für einen Moment die Augen zumacht vor dem ganzen Elend. Sie hat eine alte Decke um sich herum gewickelt. Das schlägt hier eine Facette von Neptun auf, die mit dem Thema Verzweiflung zu tun hat. Zweifeln und Verzweiflung werden wir später auch noch einmal aufgreifen. Wenn wir jetzt oben links einmal schauen, ihr kennt sie alle, das ist die verstorbene Mutter Teresa. Und wenn wir über Neptun reden, dann reden wir auch immer über Mitgefühl.
Ich sage jetzt extra nicht Mitleid, denn Mitleid ist, Astrid, ich grüße dich. Wie schön, mal wieder von dir zu hören. Finde ich ganz toll. Also, herzlich willkommen. Ich bin gerade beim Thema Mitgefühl und versuche es gerade abzugrenzen gegen Mitleid. Mitleid kann als ein Gefühl daherkommen, was eigentlich ein anderes Gefühl verdeckt. Zum Beispiel also kann die Psyche uns manchmal einen Streich spielen, dass wenn man jemanden vielleicht hasst oder verachtet und aber ganz klar spürt, dass dieses Gefühl nicht angemessen ist, dass man damit also sich isoliert, dass es politisch nicht korrekt ist, kann sein, dass man dann stattdessen auf Mitleid zurückgreift. Also Vorsicht vor dem Begriff Mitleid, das kann dann sowas haben wie, oh, du tust mir leid. Und unten drunter kann eine Menge Verachtung stehen. Oder dass man sich auch selber bewusst oder unbewusst erhöht, indem man mit jemandem Mitleid hat. Es ist immer schöner, wenn man von Mitgefühl redet. Das lässt mehr Facetten zu, das lässt mehr Spielraum zu und vor allem ist es dort einfacher, sich in einen anderen Menschen hinein zu fühlen und alle Facetten dieses anderen Menschen mitzubekommen und zu teilen. Ja? So, das letzte Bild hier oben ist ein, ja, ich weiß nicht, was es ist, ein Gefängnis, eine Psychiatrie. Ich glaube, es ist aus dem Film 12 Monkeys mit Brad Pitt, der stellenweise in einer Psychiatrie, also in einer Irrenanstalt spielt. In der klassischen Astrologie haben Neptun und zwölftes Haus oft damit zu tun, dass man abgesperrt ist, eingesperrt in einer Institution, abtaucht vom Rest des Weltgeschehens. Und dieses Thema möchte ich später auch noch aufgreifen, weil ich es sehr wichtig finde. So, jetzt habe ich mir ein Bild ausgesucht, was im Original noch viel überwältigender ist. Es ist von Stefan Lochner, ein deutscher Renaissance-Künstler. Das ist ein sogenanntes Triptychon, also ein Klappaltar. An 6 Tagen in der Woche sind diese Klappaltare immer, also links und rechts eingeklappt worden, dass man in der Mitte nicht sehen konnte, worum es eigentlich ging. Also das Bild in der Mitte ist immer für die Andacht gedacht, für den Gottesdienst. Und Stefan Lochner war ein Meister aus Köln. Es ist auch ein Bild, da was im Kölner Museum hängt. Und es hat mich, als ich das erste Mal gesehen habe, als ich noch Schauspieler war in Bonn vor, mein Gott, 25 Jahre, und ich öfter mal in Köln war, hat mich das sehr tief bewegt. Ich hatte sogar jahrelang mal eine Collage in meinem Zimmer hängen, wo dieses Bild wo ich dieses Bild mitverarbeitet hatte. Warum habe ich mir das rausgesucht? Das Tierkreiszeichen Fische ist eng mit Jesus Christus und mit dem Christentum verbunden. Wenn man in Rom in den Katakomben ein kleines Fischezeichen sieht, dann kommt es noch aus der Zeit, als das Christentum im alten Rom verfolgt wurde. Später ist es ja Staatsreligion geworden, aber viele Jahrhunderte war es eine verfolgte Religion. Und Menschen sind ins Kolosseum, in den Circus Maximus gegangen und sind den wilden Tieren vorgeworfen worden. Das Christentum hat viel mit Martyrium zu tun und hat damit zu tun, dass man sich aufopfert. Aber auch, und deshalb finde ich das wahnsinnig faszinierend, auf der einen Seite haben wir das Martyrium, den Schmerz, also Jesus Christus, der nach der kirchlichen Lehre sich für uns aufgeopfert hat, der für uns gestorben ist, der für uns gelitten hat. Und auf der anderen Seite, das wird uns später auch nochmal begegnen, hat das Christentum mit Nächstenliebe zu tun. Ja? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und hier haben wir quasi die beiden Extreme dieses Zeichens Fische und dieses Planetens Neptun. Man kann nämlich, wie bei jedem Planeten, verschiedene Spielarten, verschiedene Facetten spüren und ausleben. Und es gibt immer eine lustvolle Seite,
eine angenehme Seite und es gibt eine qualvolle und eher pathogene, eher krankhafte Seite. Natürlich, alles, was damit zu tun hat, dass wir uns aufopfern, dass wir uns als Opfer empfinden, hat in vielen Fällen damit zu tun, dass wir eigentlich tief unten drunter nicht die Verantwortung für unser Leben übernehmen wollen und lieber im Außen etwas suchen, von dem wir annehmen, dass es uns quält, dass es uns demütigt, dass es uns das Leben schwer macht und dass wir nicht anders können, dass wir Opfer bleiben, dass wir uns beklagen über das Leid. Und in der Therapie ist es oft ganz wichtig, dass man aufdeckt, wo dieser unbewusste Wunsch, sich aufzuopfern und ein Märtyrer zu sein, eigentlich herkommt. Und das kann viele Facetten haben. Wichtig ist, dass wir sowohl bei dem Moment der Nächstenliebe als auch bei dem Moment der Selbstaufopferung einen Zustand anstreben, mit dem wir uns heute Abend befassen wollen, en Detail. Das ist der Zustand der Selbstauflösung. Ihr wisst alle, dass das Tierkreiszeichen Fische das 12. Tierkreiszeichen im Zodiac ist. Und es geht in dieser Figur, Jesus Christus, darum, dass er in seinen letzten Lebensstunden, ja, ihr kennt ja alle die Geschichte, schon quasi mit dem irdischen Leben abgeschlossen hatte und sich in sein Schicksal gefügt hat. Also er wusste, er wird verraten werden, er wird sterben. Und er hat den Menschen vergeben. Also es geht ja in der Bibel auch viel darum, es geht um Sünde und es geht um Vergebung. Und deshalb haben wir hier links und rechts auch das, was wir uns in der Tiefe unserer Seele wünschen, das ist die Erlösung. Das ist die Erlösung, dass wir eines Tages in eine Welt kommen, wo es uns besser geht, wo wir die irdischen Fesseln unseres irdischen Leides abstreifen und ein Leben in Leichtigkeit und in Güte, in Gnade vorfinden. Also natürlich muss man sich jetzt vorstellen, also in so einer Kirche in der Renaissance hat dieses Triptychon gehangen und viele Menschen waren ja Analphabeten zu der Zeit. Also wie hat man Religion den Menschen versucht darzulegen, beizubringen, indem man Bilder gemalt hat und zur Schau gestellt hat, die eine Geschichte erzählen. Und ich finde also die Kraft, die dieses Bild nach über 500 Jahren hat, ist immer noch überwältigend. Denn wenn ich mir rechts das angucke, dann ist das natürlich die Hölle und die Höllenqualen. Ja? Und es gibt ein paar Studien, die besagen, dass die ersten Jahrhunderte im Christentum noch sehr wohl den Gedanken der Reinkarnation berücksichtigt haben und und das Dogma, dass jeder Mensch für sein eigenes Heil verantwortlich ist. Und die katholische Kirche hat auf einem Konzil, ich glaube im Jahre 333, das Konzil von Nikäa, wenn ihr das mal googeln möchtet, muss man eben einen Schluck Wasser trinken, sorry, beschlossen, die Hinweise auf die Reinkarnation rauszustreichen. Natürlich gibt es immer noch Hinweise in der Bibel, Gleichnisse, wenn man die klug liest, die das zulassen, dass man sich mit Reinkarnation im Christentum, dass das nicht unvereinbar ist. Aber es ging der katholischen Kirche vor allem um Folgendes, dass nicht jeder Mensch für sich selber, für sein Seelenheil verantwortlich ist, sondern dass man Erlösung nur bekommt über die Kirche, über die Absolution, über das Gebet, über das Abendmahl, in dem man den Körper und das Blut Jesu Christi zu sich nimmt. Also ihr seht, ich
bemühe hier natürlich eine sehr archaische Welt, eine sehr gestrige Welt. Gerade wir Nordeuropäer sind ja keine praktizierenden Christen mehr. Und umso wichtiger finde ich, also in der jetzigen Zeit, wo Religion wieder so eine enorme Wucht und Schlagkraft kriegt und vor allem auch dieses Gut und Schlecht, es gibt den Himmel, es gibt die Hölle. Ich habe wieder also eine Doku gesehen über die IS, das ist natürlich in diesen Tagen in unser aller Gedanken, man kann dem ja kaum entkommen. Und dass Frauen und Kinder also entführt werden, versklavt und dass die Familien diese dann freikaufen können und der IS dann viele, viele hunderttausend Dollar in die Kassen kriegt und wieder weiter morden kann. Dass es bei Glauben um Hassen und Vernichtung geht, das ist uns Nordeuropäern mit unserer säkularisierten Gesellschaft so fremd wie irgendetwas. Aber in der Welt vor 500 Jahren war das tatsächlich noch so. Und insofern möchte ich mit diesem Bild uns so ein bisschen einstimmen in die ganze Schlagkraft, die dieses Prinzip Neptun haben kann. Ja? Ich sage immer, wenn man das neptunische Prinzip subsumieren möchte auf einen einzigen Begriff, dann ist es immer gut, wenn man den Begriff Sehnsucht bemüht, denn der ist sehr komplex und es ist ein schönes deutsches Wort. Es hat mit Sehnen zu tun und es hat mit Suche zu tun. Und dieses Bild sagt aus, dass dieser Mensch, der da in den Sonnen, tja, ich weiß gar nicht, ist ein Untergang, ne, oder ein Aufgang, egal. Auf jeden Fall ist es diesig, ist es ein Zwielicht. Und das sind dann ja auch so Momente, wo wir an unsere Sehnsüchte kommen. Und ein neptunischer Moment kann zum Beispiel sein, wenn der Blick in die Ferne geht, wenn er mit dem Himmel, mit Wasser, mit der Natur verschmilzt. Das ist ein meditiver Moment, das ist ein Moment, in dem wir uns dann vielleicht wirklich erlöst fühlen und leicht und unsere Sehnsucht befriedigen. Also ich habe es schon anklingen lassen, dass es darum geht, dass wir eine Seite in uns tragen, also wir alle Menschen, die sich bewusst oder unbewusst von den körperlichen Fesseln befreien möchte, die sich vom Alltag befreien möchte und die sich vor allem vor dem Prozess befreien möchte. Und das ist ganz interessant, denn heutzutage können wir alle sehr viel älter werden. Also wir sehen oft 10 Jahre jünger aus. Also alt, heute ist nicht mehr das, was alt noch in den 50er oder 60er Jahren war. Und ich sage immer, alle Menschen möchten alt werden, aber kein Mensch möchte alt sein. Wir alle haben Angst, unbewusst vor Gebrechlichkeit, davor, dass wir im Alter arm sind, einsam. Und also natürlich gibt es dann eine Seite, die sich davon befreien möchte, von diesen Sorgen. Ich habe euch nachher die Gegenüberstellung der Häuser 6 und 12 mitgebracht und dann werden wir nochmal feststellen, wie wahnsinnig extrem dieser Widerspruch ist zwischen Alltag und Sehnsucht im 12. Haus. Es geht darum, dass wir in einen anderen Bewusstseinszustand kommen. Und es kann natürlich wie hier sein auf diesem Bild, dass man ein bisschen meditiert, ein bisschen träumt, ein bisschen sich fallen lässt, den Gedanken und Gefühlen Raum gibt. Das kann aber auch sein, dass man es über Alkohol findet. Das kann auch sein, dass man das über Kunst findet. Es ist zum Beispiel so, wenn man ein gutes Buch liest oder einen Film sieht und man sich mit der Handlung und mit den Figuren identifiziert und sich selber dann vergisst für 2 Stunden oder wie lange der Film dauert. Das kann etwas sehr Befreiendes sein. Und es kann aber auch sein, dass wir über Drogen, über Alkohol, so einen Zustand
erleben und immer mehr davon haben wollen, indem wir dann fliehen. Und also Alkohol ist ja in unserer Gesellschaft sozial sehr erwünscht. Überall, wo man ist, kriegt man nur ein Gläschen angeboten. Und es fällt ja eher auf, wenn man gar nicht trinkt. Ich habe jetzt am Wochenende auch wieder eine Schülerin sagte, ne, wir waren alle essen und da war als Nachtisch war da so eine Birne und die war in Alkohol eingelegt. Und dann meinte sie, oh, ich so, was ist denn los? Und dann meinte sie, ich trinke seit 20 Jahren keinen Alkohol mehr. Also noch nicht mal ein Moncherie oder so. Und dann ist mir nochmal aufgefallen, wie selten sowas eigentlich ist und wie häufig das ist, dass man immer wieder dann was trinkt. Und wie gesagt, also ich schließe mich da überhaupt nicht aus, denn Alkohol hat immer eine leicht euphorisierende Wirkung. Das lockert die Zunge, dann vergisst man manchmal den Alltag und wenn dann, also in einem Raum, mehrere dann Sekt trinken oder Bier oder was auch immer, dann hat das auch etwas, das man teilen kann. Am nächsten Morgen wacht man auf, hat einen Kater und das ist dann immer die Schattenseite des Neptuns und wir werden nachher, wenn wir uns mit neptunischen Krisen beschäftigen, auch feststellen, dass es viel mit Enttäuschung und Katzenjammer und Verkaterung und Entidealisierung zu tun hat. Und das ist immer knüppelhart. Das kann überhaupt nicht leicht und locker sein. Und ja, Drang, allem Einschränkungen zu entkommen. Ich denke, das ist klar. Und jetzt kommt nochmal die eine Sehnsucht nach der vollkommenen Verbindung und Identifizierung mit etwas, das außerhalb von uns selbst ist, dem Universum, dem Kosmos, dem Gott, mit einem Ideal, mit dem Paradies, einer Beziehung, einer Leidenschaft. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal vorausschicken, das ist jetzt nicht wertend gemeint, das ist jetzt erstmal so gemeint, dass es diese Sehnsucht in uns allen gibt, das ist zutiefst menschlich. Ja? Es ist nur so, in manchen Horoskopen ist da eine große Sogkraft per se schon angelegt und das sind Menschen, die dazu neigen, vielleicht eher unter die Räder zu kommen, die vielleicht eher verführbar sind, während andere das vielleicht eher unter Kontrolle haben. Und auch jemand, der einen starken Neptun im Horoskop hat und vielleicht sehr gefährdet ist, kann auf der anderen Seite auch die höchsten lustvollen Glücksgefühle der Verschmelzung erleben. Ja? Also in der psychologischen Astrologie ist man Gott sei Dank immer sehr, sehr vorsichtig mit Wertung. Es geht eher immer darum, wie mit einem Echolot alles in der Psyche auszuleuchten, was man da vorfinden kann, um den Menschen, denn der Mensch ist immer wichtiger als das Horoskop, am Ende des Tages so gut wie möglich zu verstehen und sich einfühlen zu können. Gut, jetzt nochmal ein paar Fakten. Neptun braucht ungefähr 165 Jahre für den gesamten Tierkreis und verbleibt ungefähr 14 Jahre in einem Zeichen. Und pro Jahr ist er einmal mehr als 5 Monate rückläufig. Momentan ist Neptun in den Fischen, in seinem eigenen Zeichen. Und deshalb ist es kein Zufall. Es ist überhaupt kein Zufall, dass wir uns wieder mit Sehnsüchten beschäftigen, dass wir uns wieder mit Religion beschäftigen und dass wir vielleicht, also diese Jahre sind auch eine gute Zeit, sich damit zu befassen. Und zwar in allen Facetten. Also es geht darum, vielleicht neue Therapien auszuprobieren. Es geht darum, sich zu überlegen, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Das sind alles Neptun in Fische. Themen, eine sehr, sehr intensive Zeit. Gut, ihr wisst ja alle, bevor Neptun entdeckt wurde, 1846, war das Tierkreiszeichen Fische vom Jupiter beherrscht. Ne? Also das ist der klassische, das ist der alte Herrscher. Und wenn man dem Gedanken mal ein bisschen nachhängt, dann stellen wir fest, dass sowohl bei Jupiter oder dem Tierkreiszeichen Schütze, als auch bei Neptun oder dem Tierkreiszeichen Fische, es darum geht, dass man woanders hin möchte. Jupiter oder Schütze möchten in die Weite und Neptun oder Fische möchten sich auflösen. Aber beide Prinzipien haben damit zu tun, dass man mit dem Hier und Jetzt nicht zufrieden ist.
Man möchte weg. Weg, 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 weg. Ja? Gut. Was ist 1846 passiert? Neptun ist entdeckt worden und immer wenn ein Planet entdeckt wird, dann hat es natürlich auch viel mit der Zeitqualität zu tun, in der er entdeckt wurde. Und nachdem das 18. Jahrhundert das Zeitalter der Aufklärung war, Uranisch das Zeitalter der Vernunft, wurde das 19. Jahrhundert ein Jahrhundert der Extreme. Es ist auf der einen Seite das Jahrhundert der Industrialisierung und der Massen. Verarmung, gleichzeitig gab es eine neue Gesellschaftsschicht, das Bürgertum und die Industriellen. Und wenn man sich zum Beispiel auch nochmal vorstellt, dass das die Jahre sind, wo Charles Darwin auch versucht hat nachzuweisen, dass der Mensch von Affen abstammt, wird das Prinzip Religion, Gott etwas löchrig. Also die Menschen wurden auf der einen Seite immer unsicherer, was die Spiritualität angeht, und haben sich eher anderen Themen gewidmet im Außen, also eher materiellen Dingen im Zeitalter der Industrialisierung. Und als Gegenimpuls, Künstler greifen ja immer in einer Zeitepoche am ehesten und am schnellsten und am sublimsten die Themen auf. Und so ist die Kunstbewegung der Romantik entstanden. Es ging darum, sich nochmal ins Mittelalter zu versetzen, in eine Zeit also eine Zeit, die eher schwarz-weiß war und eine Zeit, die eher auch an Mythen gedacht hat und also eine schwärmerische Zeit von Rittern und Burgfräulein und den Rittern der Tafelrunde. Das ist ja auch in der Architektur aufgenommen worden. Und wenn ihr mal ein Bild von Caspar David Friedrich gesehen habt, das ist so ein typischer deutscher Vertreter der Romantik, dann kann man sehr gut nachempfinden, worum es diesen Künstlern ging. Es ging darum, wieder einen Rückbezug zur Natur zu haben und weg von vom Verstand, von der Vernunft und von der Industrialisierung. Das ist die Zeit, in der die ersten Narkosen durchgeführt werden. Es ist die Zeit, in der es Massenauswanderungen gab aus Irland gerade. Die sind also viel nach Australien und nach USA ausgewandert, weil es 3 Jahre in Folge eine Kartoffelfäule gab. Und die Iren haben von den Kartoffeln gelebt. Und Fäule, also alles, was mit Modern und Faulen zu tun hat, diese ganzen feuchten, toxischen Prozesse, sind die Kehrseite von Neptun. Und also ganze Landstriche sind ausgestorben und verelendet. Und was den Menschen dann noch übrig blieb, war auszuwandern aus Verzweiflung. Man konnte gegen diese Kartoffelfäule auch nichts tun. Man wusste nicht, wie man die bekämpfen soll. Was ich sehr spannend finde, weil ich mich sehr für Kino und Fotografie interessiere, ist, dass die ersten Jahre sind, wo der Vorläufer der Fotografie, und das von einem Monsieur Daguerre erfunden wurde, das hat hier auch seine Anfänge. Und ich finde, dass Filme und Fotos etwas sehr Faszinierendes, aber auch etwas sehr Morbides haben. Wenn man sich vorstellt, man hat alte Fotos und die Menschen auf diesen Fotos sind schon lange tot. Und sie bleiben aber immer gebannt auf diesem Bild, oder wenn man sich einen alten Film anguckt, keine Ahnung, mit Marilyn Monroe oder so, und die Frau ist schon seit 1962 tot. In ihrem Film lebt sie aber weiter. Und das findet hier seine Anfänge in dieser Zeit, in dieser romantischen Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und also natürlich kann man das auch so deuten, dass es darum geht, eine Illusion zu erschaffen. Es ist ja nicht der Mensch, sondern es ist nur die Abbildung des Menschen. Ein flüchtiger Moment, aber für immer auf die Fotoplatte gebannt. Dann sind das auch die Jahre, wo England, also Großbritannien, das ja
ein riesengroßes Empire hatte, mit den Chinesen im sogenannten Opiumkrieg war. Opium hat auch viel mit, es ist eine Droge, hat viel mit Neptun zu tun. Also man kann in einer Opiumhöhle sozusagen den Visionen nachhängen, die das Opium im Gehirn auslöst. Und beim Handel mit Opium ging es natürlich um Milliarden von Pfund. Und die Engländer haben die Chinesen gezwungen, die haben die Häfen besetzt und haben die Chinesen gezwungen, nur noch mit den Engländern Handel zu treiben, natürlich sehr günstigen Bedingungen, sodass die englischen Opiumhöhlen durch chinesisches Opium beliefert werden konnten. Und dieser Krieg war sehr grausam. Das Rote Kreuz wird gegründet auf der Krim. Ihr kennt die Krim alle. Das haben die Russen gerade unlängst von der Ukraine annektiert. Und interessanterweise, vor 150 Jahren gab es dort schon mal einen Krieg. Damals war es das Osmanische Reich gegen die Russen. Und die Engländer haben da mitgewirkt. Und bei diesem Krieg ist so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Es hat geregnet, es war matschig, es war kalt. Also die Soldaten sind im Graben gestorben. Es gab schleichende Krankheiten und dann ist Florence Nightingale dorthin gegangen und hat das Rote Kreuz gegründet. Das heißt, vorher gab es überhaupt nicht so etwas wie eine organisierte Krankenbetreuung. Ja? Und was ich immer wieder faszinierend finde, und wenn ihr mal, naja, in Deutschland gibt es nicht so viele so alte Friedhöfe, aber in Berlin auf jeden Fall, die Friedhöfe, die in dieser Zeit entstehen, das sind ganz fantastische Orte. Das sind große Mausoleen, das sind wunderschöne Statuen, weil die Menschen in dieser Zeit ganz viel Trost brauchten und einen Ort brauchten, an dem sie trauern können und auch glauben wollten, dass man es nach dem Tod besser hat und dass man den Toten sozusagen hilft, indem man ihnen einen spektakulär aufwendigen Ort gibt. Spiritistische Zirkel haben in dieser Zeit eine Hochkonjunktur. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mal als Jugendliche auch sowas gemacht habt, so ein Experiment, man nennt das Ouija-Brett oder Ouija-Board. Ne, da gibt es so einen Kreis mit dem Alphabet und mit Zahlen und dann setzen sich alle hin und haben in der Mitte vielleicht irgend so ein kleines Glas oder so. Und dann, wenn dann eine geistige Wesenheit im Raum ist oder was da auch immer abgeht, dann schiebt es hin und her, sodass Botschaften durch können. Sowas wäre zum Beispiel ein kleiner spiritistischer Zirkel. Gut. Ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht. Das ist diejenigen von euch, die den schwierigen Partner des Webinar von mir gesehen haben, die werden sich erinnern. Das ist Dante Gabriel Rossetti, ein sehr sinnlicher Stier mit einer großen 12. Haus- und Neptun-Betonung. Und das ist halt ein Romantiker dieser Zeit. Und wir sehen, was ich eben ansprach. Ja, es ist eine Welt der Feen und der Ritter. Und das spiegelt halt diese wahnsinnige Sehnsucht nach Romantik, nach Trost, nach Schönheit wieder. Gut, hier würde ich gerne weitermachen. Es geht nämlich um die lustvolle Seite des Neptuns und also die Fähigkeit träumen zu können und Fantasie empfinden zu können, Fantasie ausleben zu können, ist etwas sehr, sehr Lustvolles und auch etwas zu teilen, anderen Menschen zu helfen, kann etwas sehr Lustvolles sein und es gibt vielleicht Momente der Erleuchtung, also ne, ich war ja gerade in Thailand und da waren in Chiang Mai, das ist ja die Stadt der Hunderte von Tempeln und überall gibt es diese friedlichen Buddha-Statuen und Abbildung von spirituellen Lehrern und also obwohl ich das jetzt religiös nicht wirklich verstanden habe, habe ich schon gemerkt, dass es dieses Moment des Friedens gibt in den Tempeln. Das hat mir sehr gut gefallen.
sich in kreativen Tätigkeiten lustvoll verlieren, das kennen wir vielleicht auch alle. Und ich sage immer, sensibel heißt ja, also das geht in alle Richtungen. Man kann vielleicht sensibel sein, dass man schnell das Elend sieht, dass man schnell merkt, wenn etwas laut ist oder stinkt oder man sich ekelt oder man sich zurückziehen möchte. Aber es arbeitet natürlich auch in die andere Richtung. Und dann geht es darum, dass man für das Schöne, für das Visionäre, für die Inspiration offen ist. Ja, die Membran ist sozusagen offen. Der Planet Neptun ist ein veränderlicher Planet, und bei veränderlichen Tierkreiszeichen und Planeten sind die Membrane immer weit offen für Eindrücke von außen. Ja, hier habe ich nochmal diesen etwas sperrigen Begriff bemüht, Altruismus. Altruismus heißt nichts anderes, als dass man sich selber nicht so wichtig nimmt, sondern dass andere wichtiger sind. Ja? Right, jetzt gibt es die andere Seite. Eben hatten wir die Lust und jetzt haben wir die Qual. Das Thema sollen heute natürlich auch Krisen sein, neptunische Krisen. Und also dieses Bild ist vielleicht noch drastischer als das vorher. Also das ist jetzt quasi auch wieder aus dem Paris von Henri Toulouse-Lautrec entlehnt. Und hier haben wir im Absinth, also wir sehen, dass der verzweifelte Mensch mit den ausgehöhlten Augen über einem grünen Getränk sitzt, und er hat quasi die Figur, das, was in diesem Getränk steckt, die sogenannte grüne Fee, hat er auf dem Tisch sitzen als Zeichen der Verzweiflung. Und hinten kommt der Ober und will ihn eigentlich wahrscheinlich rausschmeißen. Also das ist alles leer und er kann nicht mehr, er ist völlig am Ende. Ein sehr bewegendes Bild, wie ich finde. So, die unschöne Seite des Neptun äußert sich darin, dass wir unklar sind, dass wir verwirrt sind, dass wir Lüge und Wahrheit nicht unterscheiden können. Menschen müssen nicht immer bewusst lügen, sondern können es auch machen, weil sie tatsächlich daran glauben in ihrer Welt. Insofern ist es bei Kindern immer sehr wichtig, also genau zu gucken, wann sie lügen, warum sie zu lügen, und mit ihnen zu klären, was das für Auswirkungen hat. Dass, wenn man einem Kind das nicht beibringt und es sehr fantasiebegabt ist, dann kann das ganz merkwürdige Formen annehmen, kennen wir alle. So, diese Sehnsucht, wenn man das anders spielt, wenn man quasi ein Minus vor diesen Begriff setzt, dann hat es damit zu tun, dass man in der Sucht stecken bleibt und sich dann verliert. Man fällt immer wieder Täuschungen anheim und Illusionen, also erliegt Illusionen und wird enttäuscht. Ich muss hierzu sagen, dass Täuschen und Enttäuschung auch wieder etwas zutiefst Menschliches ist. Und wir alle sind in unserer Biografie niemals davor gefeit, vor Täuschung und dem Prozess, der danach kommt, der Enttäuschung. Das ist etwas ganz Normales. Nur, wenn man vielleicht ein Mensch ist, der immer wieder so etwas anzieht und darunter sehr, sehr leidet, dann ist es natürlich etwas Qualvolles. Sich aufopfern, sich als Opfer fühlen, Martyrium, damit meine ich zum Beispiel auch, dass man sich dauernd ausnutzen lässt und dass man vielleicht sich selber sogar verleugnet und aufgibt. Wenn man in diesen anderen Sphären ist, wenn man schwebt, wenn man nicht mehr erreichbar ist, dann ist man natürlich auch verloren, dann kann einem auch keiner mehr helfen. Und dann hat es viel mit Verführung zu tun. Man ist selbst vielleicht verführt oder verführbar oder ist der Verführer oder die Verführerin. Das sind so die Kategorien, in denen wir uns bewegen. Wie gesagt, das ist die lustvolle Seite. Und das ist die qualvolle Seite. Gut. Ich weiß nicht, also inwieweit ihr mit dem psychologischen Fachbegriff der Sublimierung vertraut seid. Ansonsten lasst es mich gerne nochmal für euch erläutern. Eine Sublimierung ist, wenn ein Trieb in eine höhere Oktave transformiert wird.
Zum Beispiel, wenn man statt Essen, statt Sex, wenn man vielleicht Musik hört oder Musik spielt oder tanzt oder sich vielleicht um jemand anderen kümmert, dann hat das damit zu tun, dass man einen venusischen Trieb, dass man es schön haben möchte, vielleicht nicht eins zu eins so ausleben kann und deshalb es verfeinern muss, verfeinern kann und das vielleicht auch tut. Das ist das, was Künstler in der Regel auch oft tun. Ja, also vielleicht damit ihr es mal gehört habt. Zum Beispiel ist Pluto die höhere Oktave von Mars. Hier nochmal die Glitzer- und Glamour-Seite von Neptun. Es gibt in dieser Faszination gibt es den Glauben, dass vielleicht die Figuren oder auch die Schauspieler selber glücklich sind, erfolgreich sind und dass die in einer Welt sind, in der sie sich sehr, sehr viel besser fühlen. Und also alles, was mit Verehrung und Idealisierung zu tun hat, mit Illusionen, mit Flucht in den Traum, das ist am Ende des Tages nichts anderes, als dass man selber vor der eigenen Banalität, vor dem eigenen Leiden, vor der eigenen Verantwortung des Lebens flieht. Und hier auch nochmal, ich möchte das gar nicht verdammen, um Gottes Willen. Das kann etwas sehr Lustvolles sein wieder. Und das kann auch, also was Psychohygiene angeht, auch sehr, sehr gesund sein. Nur wenn es zu viel wird, dann wird es gefährlich. Ja, also wenn Teenager diese Phasen haben, wo sie das ganze Zimmer vollhängen mit irgendwelchen Filmschauspielern oder Rockstars, dann ist das eigentlich eine ganz normale Phase. Aber wenn das nicht irgendwann auch wieder einen anderen Dreh kriegt, dann wird es natürlich schwierig. Gut, ich habe euch ja schon angekündigt, Neptun hat was mit Fische zu tun und natürlich auch mit Haus 12. Und wir verstehen das 12. Haus und dessen Belange am besten, wenn wir es gegen das 6. Haus gegenüberstellen. Also, während das 6. Haus damit zu tun hat, dass wir uns um unsere Gesundheit kümmern müssen, es geht um Routinearbeiten, es geht um Verpflichtungen, alltägliche Notwendigkeiten dienen Dienstleistung, Vernunft und Selbstkritik. Ja, wenn morgens der Wecker klingelt und man in die Küche geht und Kaffee kocht und sich die Zähne putzt und liegt schon der Einkaufszettel und dann muss die Tasche gepackt werden und das ist alles, das ist 6. Haus. Ja, das 6. Haus ist quasi, weil es ja die Analogie zur Jungfrau hat, ist der alltägliche Kampf gegen das Chaos, dass man das Leben, den Alltag jeden Tag aufs Neue ordnen muss, damit man nicht im Chaos verschlammt und unter die Räder gerät. Gut. Ganz anders sieht es natürlich im 12. Haus aus. Da geht es darum, was einem begegnet, wenn man sich zurückzieht, wenn man in die innere Welt geht, vielleicht in die innere Stille. Und es hat mit Träumen zu tun, es hat mit Ruhepolen zu tun und es hat mit dem Unbewussten zu tun. Es können aber auch Heimlichkeiten sein, Verleugnungen, Opfer. Ich kriege jetzt gerade so eine Meldung, bei Ihrer Internetverbindung liegen zurzeit Übertragungsschwierigkeiten auf. Ich muss es mal eben überprüfen. Nein, Bandbreite sehr gut. Okay. Also Weltflucht, Mystik, Sehnsüchte und Süchte und Visionen. Was passiert heimlich hinter den Kulissen? Eine neptunisch geprägte Persönlichkeit kann entweder einen stark gestellten Neptun haben oder das Tierkreiszeichen Fische ist betont oder das 12. Haus ist betont. In manchen Fällen sogar alles drei. Und dann sind natürlich diese beiden Pole, mit denen wir uns eben befasst haben, umso eher ins Schwingen zu bringen. Ja, ich denke, das ist recht eingängig. So, jetzt wird's ernst. Ich möchte mit euch nämlich über neptunische Krisen reden. Also eine neptunische Krise sieht man im Horoskop
immer daran, dass es vielleicht einen harten laufenden, also einen harten Aspekt des laufenden Neptuns gibt. Also harter Aspekt heißt, also es kann eine Konjunktion sein, es kann eine Opposition sein, es kann ein Quadrat sein, es kann aber auch ein Quinkungs sein. Und wir haben ja gesehen, wie langsam Neptun ist, und insofern ist das etwas, das kann sich über Jahre hinziehen. Es kann sich über Jahre hinziehen. Wir müssen dann natürlich immer gucken, welche Konstellation im Horoskop hier betroffen ist. Es kann entweder eine Achse sein, also 1, 4, 7 und 10, oder es kann ein Planet sein. Und je persönlicher der Planet, also Sonne, Mond, die Lichter und dann Merkur, Venus und Mars, desto eher spüren wir das. Man spürt das oft durch eine Art Traurigkeit, durch eine Art Angeschlagenheit. Also beim Burnout gibt es häufig auch, spielt Neptun eine große Rolle, aber auch Saturn und Pluto, aber Neptun spielt ja häufig auch mit. Und man fühlt sich, also man fühlt sich matt und angeschlagen. Man möchte sich dauernd hinlegen. Das ist auch so ein bisschen, also es kann dann auch eine Depression draus werden. Und eine Depression ist nicht, dass man ganz traurig ist. Das wird oft verwechselt. Wenn man traurig ist, dann ist das wenigstens ein Gefühl. Wenn man depressiv ist, ist man taub. Das ist das Fehlen von Emotionen. Etwas wird depressiert, also zurückgehalten. Depression ist das Gegenteil von Expression. Und gerade in so einer Krise spüren wir ganz besonders doll, dass wir etwas anderes möchten, dass wir Trost möchten, dass wir in eine andere Welt möchten und dass es uns besonders schwer fällt, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Das mag jeder Mensch anders erleben im Außen. Also der eine, weiß nicht, der eine wird krank und geht nicht mehr zur Arbeit, der eine hat sich ganz unglücklich verliebt, also der andere hat vielleicht einen Menschen, der eine schlimme Krankheit hat und muss sich von dem verabschieden. Das kann alle möglichen Formen annehmen. Wichtig ist unten der gemeinsame Nenner, und da geht es immer darum, eine qualvolle Sehnsucht, ein qualvolles Gefühl, dass man nicht das bekommt, was man sich ersehnt. Und davor ist natürlich niemand gefeit, wie ihr euch vorstellen könnt, aber wenn man ohnehin schon ein neptunischer Mensch ist, dann ist man auf der einen Seite vielleicht auch ganz achtsam damit, während wenn man vielleicht jemand ist, der ansonsten eher vielleicht ein saturnischer Mensch ist oder ein Jupiter-Mensch ist, dem kann das vielleicht so richtig den Teppich unter den Füßen wegziehen. Insofern, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich in meinem Beratungsalltag vielleicht ein Horoskop sehe und dann denke, oh, wow, das sieht ja wirklich sehr anstrengend an. Und dann kommt der oder die zu beraten und sagt, nö, das war früher schlimm oder so, aber ich habe das gut bearbeitet und jetzt macht mir das nicht mehr so viel zu tun. Das heißt, neptunische Krisen fordern uns geradezu dazu auf, uns zu verabschieden von Illusionen und etwas loszulassen, uns auf einen reinigenden, zuerst qualvollen und dann erlösenden Prozess einzulassen, der uns meistens dann doch wieder etwas klarer hinterlässt. Also während der neptunischen Krise kann man gar nicht richtig klar sehen. Deshalb braucht man da vielleicht auch besonders viel Hilfe. Während wenn die neptunische Krise vorbei ist, dann kann man vielleicht richtig durchatmen und kann auch wieder richtig sehen, und man ist nicht mehr so, also so leicht verführbar, was Illusionen angeht. Aber das Leben ist dann vielleicht auch etwas banaler und etwas realer, als wir es haben, und vielleicht etwas hässlicher, vielleicht auch etwas einsamer, aber auf jeden Fall ehrlicher. Habt ihr vielleicht hierzu schon mal Anmerkungen oder Fragen? Dann wäre das ein guter Zeitpunkt, dass ihr mir hier etwas schreiben könnt im Chat.
kann übrigens auch sein, wenn ein harter Planet, das werden wir nachher sehen, also Saturn oder auch Pluto durchs 12. Haus gehen. Na, wer traut sich, was zu schreiben? Alles klar? Ja, denke ich auch. Gut. Machen wir weiter. Christa schreibt gerade, bei mir steht gerade der transitierende Neptun in Konjunktion auf Merkur und im Quadrat zum Mond und in Opposition zu Pluto. Habe ich das richtig verstanden? Also Neptun macht quasi drei Aspekte, richtig? Neptun Konjunktion Merkur, Neptun Quadrat Mond und Neptun Opposition Pluto. Okay. Also Neptun Quadrat Mond, da ist man natürlich sehr, sehr sehnsüchtig und enttäuscht und weiß nicht wohin, richtig? Du brauchst auf jeden Fall Trost. Du solltest dir irgendetwas suchen im Leben, was dich tröstet, Christa. Und du brauchst, deshalb passt das ganz gut, was du hier schreibst, denn ich habe schon geschrieben, Gegenmittel. Was braucht man in einer neptunischen Krise? Man braucht einen klaren Kopf. Wenn es nicht der eigene ist, dann vielleicht der von einem anderen nahen Menschen oder ja, von einem Therapeuten oder von einem Coach oder von einem Lehrer oder wie auch immer, kann auch ein Angehöriger sein, der einen da so ein bisschen das Klare wieder ins Bewusstsein bringt. Und man braucht natürlich einen starken Saturn, denn die Prinzipien Saturn und Neptun sind immer, ja, wie sage ich das jetzt? Also ergänzen klingt mir zu harmonisch, sind auf jeden Fall gegensätzliche Prinzipien und Struktur ist ja das, was uns fehlt in einer neptunischen Krise und auch das Bewusstsein, mit wenig auskommen zu können, das Bewusstsein, sich zusammenreißen zu können, das Bewusstsein, ein Rückgrat zu haben, das Bewusstsein, dass es doch auch Sicherheit geben kann im Leben. Insofern ist mein Rat immer, also gemeinsam mit dem Klienten zu gucken, wie man sich mehr Merkur und mehr Saturn ins Leben holt oder holen kann bei so einer Krise. Du hast einen starken Saturn im eigenen Zeichen in 1. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Dann könnte ich mir vorstellen, dass du das anderen Leuten vielleicht sonst gar nicht so zeigst, wenn es dir schlecht geht, ne? Dann ist es hier vielleicht im Chat mal ganz gut. Ich hab einen heftigen Neptun-Transit gerade. Habt ihr hierzu noch Fragen mit dem Gegenmittel? Ich denke, das ist auch klar, ne? Wunderbar. So. Zum Thema Saturn. Ich habe mir hier eine Stellung rausgesucht, denn ich finde Saturn in den Wasserzeichen ist immer nicht ganz einfach zu deuten und ist für den Horoskopeigner immer nicht so ganz greifbar. Es liegt in der Natur der Sache. Und wenn wir uns angucken, wie zum Beispiel der Saturn in den Fischen steht, ich habe jetzt hier die Jahrgänge rausgesucht, es ist 64 bis 66 und 95 bis 96. Also Saturn braucht ja immer 29 Jahre. Und ich habe hier mal etwas gesammelt. Ihr wisst ja, Saturn äußert sich immer in drei Zuständen. Das eine ist die Hemmung, die Schwelle, die Angst. Das zweite ist die Überkompensation. Und das dritte ist dann die Integration oder die erwachsene oder reife Form, Saturn auszuleben. Also auf der Schwelle hat Saturn in den Fischen Angst vor dem Chaos. Das Tierkreiszeichen Fische hat viel mit Chaos zu tun und hat Angst vor dem Unüberschaubaren, vor tiefen Emotionen, in denen man sich verlieren kann und hat interessanterweise Angst davor, Mitgefühl
entgegengebracht zu bekommen, also Mitleid, hilflos zu sein, hat Angst, von anderen hörig zu werden und von ihnen ausgenutzt zu werden. Also interessanterweise habe ich schon oft gehört von Menschen mit dieser Konstellation, dass sie das noch nicht mal ertragen, irgendwo einen Bettler zu sehen oder wenn es jemandem schlecht geht, weil sie unbewusst davor Angst haben, dass sie da völlig von überschwemmt werden und ihnen das natürlich das Gefühl der Hilflosigkeit beschert, was man vermeiden möchte, dieses Gefühl. Wenn man dann im späteren Verlauf des Lebens an den Saturn in den Fischen so richtig schön rangeht, dann kann es sein, man macht des Guten zu viel und man opfert sich auf um jeden Preis und man hat in der Regel viele Schuldgefühle und denkt immer, man selber darf sich keinen Raum nehmen, weil es anderen so furchtbar schlecht geht und dass man erst dafür sorgen muss, dass es anderen besser geht, dass man anderen helfen muss. Und das kann dann so ein Strudel sein. Das kann dann so ein Strudel sein. Das kann auch etwas haben von, man ist ruhelos, man fühlt sich getrieben und man sieht überall, also das Elend wie mit einem Vergrößerungsglas. Also in der Hemmung hat man eher so eine Milchglasscheibe aufgehabt, um das unklar zu lassen. Und in der Überkompensation ist es so gestochen scharf, dass es so doll wehtut, dass es schon zu viel des Guten ist. Ja? Wir finden auch das Phänomen, dass man sich in Mystizismus verliert, in Religion und in Glaubensfragen. Und da wirklich sehr, sehr abgehoben dann noch sein kann. Man kann sich magisch von Heimen, Krankenhäusern, geschlossenen Anstalten anziehen. Und man glaubt vor allem, dass es Glück nur gibt, indem man vorher einen Preis dafür bezahlt hat. Und der Preis ist, dass man anderen geholfen hat. Vorher steht es einem nicht zu. Also ich finde, gerade hier kann man sehr schön erkennen, welche extremen Pendelbewegungen der Saturn, dem wir uns ja immer stellen müssen in unserem Leben, da führt kein Weg dran vorbei, welche Extreme er hier in den Fischen anzeigen kann. Und die Reifung sollte dann natürlich sein, dass man echte Nächstenliebe empfindet, also ohne sich völlig zu verschwenden, ohne sentimental zu sein, ohne sich der Illusion hingeben zu müssen, die ganze Welt retten zu müssen. Und dass man vor allem selber den eigenen Selbstwert, denn Saturn hat immer mit unserem Selbstwert zu tun, behält. Nicht verliert, sondern behält. Ja? Also dieses Moment des Helfenwollens, das ist bei Saturn in den Fischen angelegt. Aber man kann ja auch so helfen, dass man selber auch bei sich bleibt und sich nicht völlig verliert. Es gibt in spirituellen Kreisen, in der Esoterik gibt es den Begriff des höheren Selbst. Ich weiß nicht, ob ihr was damit anfangen könnt. Das ist sowas wie die Summe aller unserer Inkarnationen, die sowas wie auf der Astralebene den Überblick hat dafür, was unser Plan ist. Man könnte auch sagen, dass das höhere Selbst wunderbar im Horoskop lesen kann, denn das Horoskop ist ja am Ende des Tages nichts anderes als unser Weg, als die Samen, die in uns angelegt sind und die dann aufgehen können. Ich lese gerade, Monika schreibt, hat nicht auch das Stierzeichen bzw. zwei mit Selbstwert zu tun? Ja, das ist richtig. Es geht bei Saturn aber darum, dass wir es uns erarbeiten, während das zweite Haus damit zu tun hat, das sind unsere Talente, das, was uns zusteht sozusagen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, was ist, wenn Saturn im zweiten Haus steht, dann müsste man sich das da auch erarbeiten.
Saturn stellt immer die Frage, wie viel bin ich wert? Er kann sagen, ne, also er kann sich verinnerlichen und mit uns sprechen als strafendes Über-Ich und dann sagen, du bist gar nichts wert. Oder er kann in der Überkompensation uns sagen, du bist erst was wert, wenn du etwas leistest. Also Saturn hat viel mit Leistung zu tun und deshalb auch mit Werten, mit dem etwas zu schaffen. Gut. Also, das ist jetzt natürlich etwas Urchristliches. Also hier schließt sich der Kreis wieder, mit dem wir angefangen haben. Die Bereitschaft, sich und anderen zu vergeben und zu verzeihen. Ich glaube, ich sage das in jedem Workshop und in jedem Webinar, dann sage ich es heute auch, ist mir jetzt auch egal, weil ich das so genial finde. Eine Definition des Begriffes Fehler ist, dass eine Erfahrung uns noch gefehlt hat. Insofern sind Fehler nicht nur nicht schlimm, sondern sie sind absolut notwendig, um im Leben Erfahrung zu machen. Also, vielleicht merkt ihr euch das so ein bisschen, dass Fehler nicht so negativ behaftet ist, sondern eine Erfahrung hat noch gefehlt im Erlebnisrepertoire und dann könnte man sich das verzeihen und anderen auch. Wir alle machen Fehler. Finde ich sehr schön, dieses Bild. Es gibt zum Thema Neptun ein paar Fragen. Ja, ihr habt ja diese Charts dann auf der Aufzeichnung. Eine Frage wäre zum Beispiel, wie steht es mit unserer Hingabefähigkeit? Wie steht es mit unserer Fähigkeit mitzufühlen? Dann kann man sich auch fragen, ob man sich manchmal als Opfer fühlt. Ob man ein spiritueller Mensch ist, das heißt, glaubt man an eine höhere Macht, an ein höheres Selbst außerhalb von mir selbst oder vielleicht auch innerhalb von mir selbst. Auf jeden Fall, dass man Teil einer höheren Wesenheit, eines höheren Glaubenssystems ist. Und kann man sich komplett fallen lassen, kann man sich in etwas verlieren, lustvoll als auch qualvoll. Neigt man zu Tagträumen? Ist man durchlässig und leicht beeinflussbar? Ist man leicht zu beeindrucken? Das ist ein schönes deutsches Wort. Beeindrucken. Dass ein Druck von außen kommt, kann man sich ja bei einem Horoskop auch vorstellen. Das sehen wir nachher bei den Beispielen, die ich mitgebracht habe. Dass von außen etwas raufdrückt. Insofern hat das mit Beeindruckbarkeit zu tun. Und neigen wir immer wieder zu diesen Zuständen der Enttäuschung. Dann auch, und ich sage mal, sich eine Sucht zu verkneifen oder sich alle Süchte zu verkneifen, ist auch eine Sucht, nämlich die Kontrollsucht. Deshalb, da machen wir uns mal gar nichts vor. Wir alle haben die Neigung zu gewissen Süchten. Und das ist im kleinen Maße auch sehr, sehr befreiend und sehr lustvoll. Aber welche Süchte sind vielleicht bei uns, wo wir denken, na, jetzt muss ich aber den Bogen auch wieder kriegen, jetzt muss ich Saturn einstellen, sonst ist das ein Fass ohne Boden, ne? Also wenn es überhand nimmt. Lass das mal so ein bisschen wirken und ihr könnt es ja in den nächsten Tagen mal so ein bisschen darüber meditieren. Ich habe bei solchen Sachen immer den Rat, das, was mich sofort anspringt, wo ich mich erwärmt fühle, das hat dann auch mit mir zu tun. Während Sachen, wo ich da so ein bisschen grübeln muss, das ist entweder völlig verdrängt oder vielleicht ist es in meinem Leben nicht wichtig. Okay? So. Jetzt habe ich euch, wie immer, Horoskope mitgebracht, die zu dem Thema besonders gut passen. Und ich möchte anfangen. Es gab einen ganz tollen Doku-Film dieses Jahr über Amy Winehouse. Und den habe ich mir sogar in London angeguckt, in dem Stadtteil, wo sie gewohnt hat, in Camden Town. Und das hat mich sehr bewegt. Und danach habe ich natürlich gesagt, jetzt muss ich auch das Horoskop dieser Frau sehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es immer so, dass ich dann wirklich wie so kleine Glühbirnen auf den Kopf kriege und denke, ja, gut, jetzt kann ich auch wirklich nochmal besonders gut verstehen, warum diese Person diese Themen hatte. Ich habe euch einen Text mitgebracht. Das Lied, denn das Geniale an dieser Frau war ja auch, dass sie,
werden das gleich an ihrem Horoskop aussehen, dass sie alle Texte selber geschrieben hat und diese Texte hatten immer mit ihr zu tun. Es geht immer um Sehnsucht, es geht um Verschmelzung und es geht um die Ambivalenz, die das ausübt. Sie versucht sozusagen tapfer zu sein und fühlt sich aber überfordert eigentlich. Sie kämpft. Ja, die erste Strophe, ich werde es immer übersetzen, lautet: All I can ever be to you is a darkness that we knew and this regret I got accustomed to. Also alles, was ich für dich sein kann, ist eine Dunkelheit, die wir schon kennen. Und ich bedauere es und es ist mir trotzdem so bekannt. Ja? Once it was so right when we were at our height. Es hat sich einmal so richtig angefühlt, als wir auf unserer Höhe waren. Waiting for you in the hotel at night, I knew I hadn't met my match, but every moment we could snatch. Also hier geht es auch darum, sie hat auf ihn im Hotel gewartet. Sie hatte das Gefühl, sie hat noch nicht ihren Seelengefährten getroffen, aber hatte das Gefühl, ne, also at any moment it could snatch. Also jeden Moment kann es schnackeln. Und dann ist man verschmolzen mit dem Seelenpartner sozusagen. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't owe nothing to me. But to walk away, I have no capacity. Hier kommt richtig so der Schmerz zum Tragen. Ne? Ich weiß nicht, warum ich so an dir hing, warum ich so von dir abhängig war. Es ist meine Verantwortung. Ja, du schuldest mir gar nichts, aber ich kann nicht weggehen. Ich habe keine Kraft dazu. Da kommt der richtig, also das ist so richtig dieser neptunische Schmerz. Man möchte in etwas aufgehen. Man fühlt sich als Opfer und man hat keine Kraft, es zu ändern. But to walk away, I have no capacity. So, jetzt singt sie über ihn. He walks away, the sun goes down, he takes the day. But I'm grown. Er geht weg, die Sonne geht unter, er nimmt den Tag mit. Aber ich wachse daran. Also, ne, sie versucht wirklich tapfer zu sein. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. In deinem Schatten sozusagen, in diesem blauen Schatten, trocknen meine Tränen. Ganz von alleine. Das ist auch der Titel des Songs. My tears dry by the on their own. I don't understand why I don't understand why do I stress the man when there's so many bigger things at hand. Ich habe keine Ahnung. Warum ist mir dieser Mann so wichtig, wenn mir doch eigentlich klar sein müsste, dass es so viel Wichtigeres im Leben gibt. Ja? We've could never had it all. We had to hit a wall. Jetzt tut es richtig weh. Wir hätten niemals alles haben können. Wir mussten gegen die Wand fahren. Ne? Also nochmal, we've could never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Das ist also ein Entzug, withdrawal, der unvermeidlich war. Even if I stop wanting you and perspective pushes through, I'll be some next Nochmal, sorry. Also, even if I stop wanting you, also selbst wenn ich damit aufhöre, dich zu wollen, und die Perspektive schubst mich durch oder schüttelt mich durch, werde ich eines anderen Mannes Frau bald sein und I cannot play myself again. Ich kann nicht wieder ich selber sein. I should just be my own best friend. Also wenn sie es besser wüsste, wüsste sie, dass sie selber ihr bester Freund sein sollte und nicht ihr Glück in einem Mann suchen müsste. Not fuck myself in the head with stupid men. Das ist sehr drastisch, so Gossensprache aus London. Brainfuck, also sich wirklich das Gehirn zermartern, weil man einen anderen Menschen im Kopf hat und an nichts anderes mehr denken kann. Ja? So we are history, your shadow covers me, the sky above ablaze. Wir sind also Geschichte, dein Schatten
hüllt mich ein und oben ist der Himmel in Flammen. I wish I could sing no regrets and no emotional debt, 'cause as we kiss goodbye, the sun sets, so we are history. Ich wünschte, ich müsste nicht von, also davon singen, dass ich dass es mir so leid tut und dass ich keine emotionalen Schulden habe. Das würde zum Beispiel auch gut in ein Webinar zum achten Haus passen. Denn als wir uns zum Abschied geküsst haben, ist die Sonne untergegangen. Wir sind Geschichte. Ich bin in deinem Schatten und der Himmel ist in Flammen. Und das können nur Liebende sehen. So. In diesem Text, den sie selber geschrieben hat, Amy Winehouse, ist der Schlüssel zu ihrem gesamten Horoskop, das ich jetzt aufmache. Also Amy Winehouse, viel zu früh gestorben, 1983 bis 2011. Und in diesem Horoskop gibt es einen künstlerischen Ausdruckswunsch, nämlich des eigenen authentischen Verschmelzungswunsches. Lasst bitte erstmal das Horoskop auf euch wirken. Und wie wir das bei jedem darstellenden Künstler finden, also zu finden erwarten, haben wir hier ein dominantes fünftes Haus. Nicht nur die Sonne ist im fünften Haus, sondern auch noch der Herrscher des Aszendenten, also der Horoskopherrscher, das ist der Merkur. Und die beiden stehen dann noch zusammen. Das heißt, dass die Energien von Amy Winehouse schon ganz, ganz früh dorthin gehen, dass sie sich darstellen wollte. Jetzt schon ganz früh angefangen zu singen und Texte zu schreiben. Sie hat übrigens auch eine sehr starke Lilith im 10. Haus. Und die Lilith steht im Horoskop immer dafür, dass man Nein sagt zu etwas, dass man Nein sagt zu Konventionen, dass man eine animalische, eine tierische Seite hat, die sich gegen etwas wehrt, zutiefst verwehrt. Sie hat in den 80er und 90er Jahren Musik aus den 50er und 60er Jahren gehört, Soul und Jazz, hat alles auswendig gelernt und hat angefangen selber zu schreiben und hatte einen sehr schönen Freundeskreis. Sie hat immer mit ihren Freundinnen abgehangen und ist sehr früh von zu Hause ausgezogen. Die war sowieso unglaublich frühreif. Und dieser Wunsch, etwas darzustellen, also obwohl sie selber immer sehr, sehr starke Selbstzweifel hatte, aber sie wollte singen, sie wollte auf die Bühne. Und sie hat schon also als Teenager hat sie auf der Bühne gestanden und hatte mehrere Bands und hat dann auch ihre ersten Plattenverträge bekommen. Und das ist eine Frau, die ist so unglaublich authentisch, wenn man sich heute noch Filme von der anguckt. Ich bin immer völlig baff. Die redet absolut von der Leber weg. Die kommt auch aus der Arbeiterschicht, aus Nordlondon, aus einer jüdischen Familie. Und ein Fernsehreporter sagt ihr, also so drückt man sich aber eigentlich nicht aus. Und dann lacht sie und dann sagt sie, ja, mir haben schon ganz viele Leute versucht, Benehmen beizubringen und wie man eigentlich redet. Die hat auch wirklich einen ganz, ganz starken Slang. Aber mir ist das scheißegal. Nehmt mich, wie ihr wollt. Nehmt mich, wie ich bin. Wenn ihr mich nicht wollt, ist mir das egal. Und diese Stimme, dieses Soulige, Heike fliegt leider dauernd raus. Ja, Heike, das tut mir leid. Ich habe ja vorhin schon gesehen, dass du so wenig Werte hast. Da musst du dich mal bei Sofengo beraten lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass dein WLAN nicht gut ist und dann musst du vielleicht mit einem LAN-Kabel dich vernetzen. Aber ne, wie du schon sagst, du kannst dir das später ansehen und ja, tut mir leid. Ist uns allen, glaube ich, schon mal passiert. Das sind halt die Tücken des Internets. Wir sehen natürlich auf den ersten Blick, dass die Sonne zwei Quadrate hat. Das eine Quadrat ist zum Aszendenten und das ist natürlich immer, wenn jemand aneckt, schon in der Art und Weise, wie er wirkt. Und das andere Quadrat, und das ist das, was uns gleich beschäftigen wird, ist zum Mond und der Mond hat eine Konjunktion zum Neptun. Und der Mond ist eines der beiden Lichter, auf Englisch Luminary, und sind natürlich enorm wichtig im Horoskop. Und es ist jetzt eigentlich egal, ob wir sagen, Mond in Fische, Mond in Zwölf oder Mond-Neptun-Konjunktion. Das geht alles in eine ähnliche Richtung.
Es geht darum, dass man eine innere Mutterfigur, das ist der Mond, in sich trägt, die also die so etwas ist wie ein Vakuum. Man sucht das Leben lang nach einer Mutter, mit der man verschmelzen kann. Die Mutter von Amy Winehouse war ihr nicht gewachsen. Also die hatten nicht ein schlechtes Verhältnis, so ist es nicht, aber der Vater war wichtiger für Amy Winehouse. Und die Mutter hat später in Interviews gesagt, also meine Tochter hatte einen derartig starken Charakter und ich habe mich ganz klein und schwach ihr gegenüber gefühlt und ich habe als Mutter versagt. Amy Winehouse hatte nämlich nicht nur Alkohol- und Drogenprobleme, sondern hatte auch eine Essstörung. In frühen Aufnahmen sieht man, dass sie ganz moppelig ist und auf irgendwelchen Feiern sich auch immer mit was ins Gesicht stopft. Also wirklich so eine Art, ja, also eine Ersatzbefriedigung. Und später hat sie harte Drogen und viel Alkohol zu sich genommen. Und dann war sie auch wirklich klapperdürr. Ihr kennt alle Bilder von Amy Winehouse. Und dieser Wunsch, es ist ja jetzt auch so, dass der Mond im Steinbock, das findet man sowieso in Horoskopen von Menschen, die als Kind nicht viel gekriegt haben, die mit wenig auskommen mussten und die früh gelernt haben, sich zusammen zu reißen. Also Michael Roscher in seinem Buch Der Mond, das, wie ich finde, in keiner Astrobibliothek fehlen sollte, obwohl es ein sehr, ja, es ist sehr pathologisch alles, aber ich habe große Hochachtung vor diesem Astrologen, könnt ihr mal gucken, ob das was für euch ist. Michael Roscher, der Mond, und er schreibt zum Beispiel in dem Kapitel über Mond in Steinbock, schreibt er das Gefühlskorsett. Jetzt haben wir hier, also jetzt haben wir hier quasi was, was in der Deutung immer ein bisschen schwierig ist. Wir haben hier Komponenten, die sehr widersprüchlich sind. Der Mond steht im Steinbock. Damit kommt der Mond eigentlich mit wenig aus, lässt sich nicht so fallen. Und reißt sich zusammen. Jetzt hat er aber den Neptun drauf. Und der Neptun will genau das Gegenteil. Der Neptun möchte, dass der Mond sich fallen lässt, dass er verschmilzt, dass er es leicht hat. Der Mond im Steinbock hat kein Problem damit, dass das Leben hart ist. Das kennt er nicht anders. Ja, das hat sogar etwas Lustvolles, wenn man hart arbeitet, dann kommt man an seine Gefühle ran. Aber der Neptun, der mit dem Mond in einem Boot sitzt, im Konjunktionsboot, wenn ihr euch das mal so vorstellen möchtet, der sagt, gib dich hin, gib dich auf, geh auf die Suche. Und im siebten Haus ist natürlich das Haus, was uns in Partnern begegnet und was wir auch gerne projizieren nach außen. Ja, wenn wir den Mond im siebten Haus haben, dann brauchen wir einen Partner, eine Begegnung, um an unsere Gefühle zu kommen. Das siebte Haus ist übrigens auch die Öffentlichkeit. Und Amy Winehouse hat es immer als sehr lustvoll empfunden, auf der Bühne zu stehen und zu singen. Also Singen und Musik ist übrigens auch Neptun und dann mit dem Publikum zu verschmelzen. Ja? Weil wir hier aber tragischerweise diese Quadratur haben zur Sonne. Also von den beiden wichtigsten Komponenten im Horoskop gibt es so etwas wie ein Hin und Her, eine mögliche Spaltung zwischen dem Bewusstsein, zwischen dem Ego, zwischen dem väterlich-männlichen Anteil im fünften Haus. Das ist quasi die selbstbewusste Künstlerin, die sich nicht verbiegen lässt, ja, und gleichzeitig unbewusst, emotional. Von der Sehnsucht her. Inwiefern ist das siebte Haus das Haus der Öffentlichkeit? Es ist das Haus der Begegnung. Ja, das wird oft verwechselt. Das zehnte Haus ist die soziale Stellung in der Öffentlichkeit, aber das siebte Haus ist die Öffentlichkeit. Du kannst auch sagen, das siebte Haus sind die offenen Feinde. Also im siebten Haus, das ist sowas wie so ein Fenster, wo alle durchlaufen. Ja, und selbst wenn man da keine Planeten hat, man hat ja trotzdem ein Zeichen und man hat dann einen Herrscher. Ja, insofern müssen wir jetzt immer unser siebtes Haus auch gucken, was Begegnungen, Öffentlichkeit, Partnerschaften mit uns machen. Ja, können wir auch nochmal ein Webinar zu machen. Hochinteressant, hochinteressant, wirklich super. Ne?
der Deszendent und das siebte Haus. Aber eine Sonne-Mond-Quadratur äußert sich zum Beispiel immer typischerweise in Stimmungsschwankungen. Macht ja auch Sinn. Man lebt entweder die Sonne oder den Mond. Und immer wenn man das eine lebt, kommt das andere ein bisschen so, oh, jetzt habe ich das vernachlässigt oder jetzt habe ich diese widersprüchlichen Anteile. Und natürlich ein Planet in der Jungfrau möchte das Leben unter Kontrolle behalten, während ein Planet mit Neptun, also wäre es jetzt nur im Steinbock, würde man sagen, also was die Zeichen angeht, ist es doch wunderbar, es sind Erdzeichen, ja, aber ein einzelner Planet also ein einzelner langsamer Planet, ich muss jetzt vorsichtig sein, damit ihr mich nicht falsch versteht, auf Aszendent, Sonne oder Mond kann diesen Planeten komplett umfärben. Das heißt, dass der Neptun einen enormen Einfluss auf den Mond hat. Der Mond kann sich nicht so schön zusammenreißen, wie er es eigentlich möchte, sondern der Neptun färbt auf ihn ab. Und jetzt haben wir hier natürlich diese Prinzipien, über die wir uns eben schon unterhielten. Dieses mit Haus 6, Haus 12, Jungfrau, Fische, das ist hier jetzt ähnlich, weil hier wieder, also das Jungfrau-Prinzip mit dem Neptun-Prinzip im Widerstreit stehen. Und das heißt, hier sind enorme Spannungen. Hier sind enorme Spannungen am Wirken. Ich lese jetzt gerade, Almut schreibt, welche Bedeutung hat dann das Quinkungs zu Lilith, das Neinsagen zum Auftreten in der Gesellschaft? Ich kenne mich nicht so gut aus mit Lilith Quinkungsen Almond, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Lilith im zehnten Haus eher eine Projektionsfläche für die Gesellschaft ist. Also quasi die sperrige Künstlerin, und dafür ist sie ja auch sowohl bewundert als auch angegriffen worden. Und dass ihr das gar nicht so bewusst war. Sie wollte einfach ihrer Kunst nachgehen. Und dass sie so sperrig und ungewöhnlich wurde, das war ja ihr auch zum Verhängnis, dass sie wirklich mit einer LP über Nacht zum absoluten Star hochkatapultiert wurde. Und dann hatte sie ja keinen Einfluss mehr darauf. Und dann haben ja auch alle an ihr rumgenagt und versucht, sie auszulutschen. Ja, das war dann ja der Kampf für den Rest ihres Lebens. Und so könnte ich mir das vorstellen. Du bist entweder in der Sonne, ja, gehst du deiner Kunst nach, oder es wird dir klar, dass also die Öffentlichkeit dich quasi zur Amazone hochstilisiert. Weil du kannst nicht beides gleichzeitig bewusst und dann auch noch lustvoll ausleben. Beantwortet das deine Frage? Super. Alles klar. Wir sehen hier natürlich auch, dass das ein altes Thema ist. Der Mond und der Neptun sind auch noch in Konjunktion zum absteigenden Mondknoten. Das ist immer das alte Karma, was wir mitbringen. Und dieses Verschmelzen wollen, ja, im siebten Haus möchte man mit Mond, Neptun, mit der Öffentlichkeit und mit einem Partner und oder beides verschmelzen. Ich habe euch gleich auch den Lebensgefährten mitgebracht, das Horoskop. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, es gibt hier im Horoskop bestimmte, ich nenne das immer Sollbruchstellen, also Stellen im Horoskop, die Gefahr laufen können, wenn da ein Transit kommt oder wenn ein anderer Mensch mit einem Aspekt darauf drückt. Ihr erinnert euch an das Wort Beeindruckbarkeit. Dann kann, also dann ist es so, als ob eine Lunte gezündet wird und dieser Punkt im Horoskop zum Schwingen kommt. Und also wir erinnern uns, was es mit den Transiten auf sich hat. Das ist also quasi spannungsreiche, herausfordernde Transite gibt und harmonische. Das Dumme ist nur, dass wir die harmonischen Transite sowieso meistens nicht merken. Wir haben hier übrigens auch eine Arbeitswut angezeigt durch dieses sehr, sehr stark betonte sechste Haus. Wir haben Jupiter, der ist ja immer
so viel des Guten will, in seinem eigenen Zeichen mit Uranus. Das heißt also ungewöhnlich, Uranus viel, Jupiter arbeiten. Und dann haben wir hier noch zwei Kameraden, die man eben auch in diesem Text wiedererkannt hat. Also es ging in diesem Text ja nicht nur um das Verschmelzen, sondern es ging auch um dieses Bittere. Also es hat ja eine große Bitterkeit und also auch ein großes Gefühl der Ohnmacht. Das wird hier angezeigt. Und also wir haben hier eine Doppelung. Der Saturn ist nicht nur im Skorpion, sondern er hat auch noch eine Konjunktion vom Pluto. Das ist zwar eine weite Konjunktion, aber die beiden beeinflussen sich doch. Ja? Das heißt, es gibt im sechsten Haus ein Gefühl der Schwere und gleichzeitig ein Gefühl der, ich nenne das mal, der durchgeknallten Leichtigkeit. Wenn ihr euch mal was anguckt von Amy Winehouse, also nicht nur wie sie auf der Bühne ist, sondern wie sie auch irgendwelche Interviews gibt, dann seht ihr, es gibt in Zeiten des Absturzes so leere Augen und sie sieht auch wirklich, also sie sah ja sowieso von Anfang aus viele, viele Jahre älter aus. Auch die Stimme, das ist wie von einer alten, farbigen Soul-Sängerin und nicht von von so einem jungen Teenager und später Anfang 20-Jährigen. Es gibt das Schwere und es gibt das verrückt Leichte in dieser Frau. Ja? Achtes Haus wird auch von Steinbock angeschnitten. Das ist ja auch. Ja, wir haben den Herrscher von 8 in 6. Das heißt, dass du, das sechste Haus ist ja auch das Haus der Dienstleistung. Das heißt, dass du mit den Tiefen deiner Selbstüberwindung in den Alltag gehst. Ja, darüber hat sie gesungen. Habt ihr noch, Christa schreibt gerade sehr außergewöhnlich, meinst du damit, es gibt fünf Konjunktionen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, ich weiß, was du meinst. Vor allem, das ist ja auch sowieso bing, 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 bing. Die sind so komisch verteilt hier. Ja, eigentlich würde man nur warten, dass wie bei so einer Schöpfkelle hier gegenüber was steht, aber ist nicht. Ja, das ist wirklich wie so ein Ping-Pong-Spiel. Es ist natürlich auch sowas wie eine zerrissene Persönlichkeit, weil diese Konjunktionen ja auch anzeigen, es gibt immer wieder Momente, in denen man sich quasi klären muss, eine Eigendrehung hat, mit sich zu tun hat. Ich sage ja immer, wieder, also bei tollen Künstlern findet man oft wirklich sehr schmerzvolle Konstellationen im Horoskop. Und voilà, voilà. Also dieses Horoskop spricht mit mir und zeigt mir sehr viel Schmerzen auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Insofern hat mich das überhaupt nicht gewundert, als ich nach dieser Doku dieses Horoskop gesehen habe. Also den Wunsch nach leidenschaftlicher Verschmelzung finden wir übrigens auch hier. Venus-Mars-Konjunktion, das finden wir immer in Horoskopen von Menschen, die sich entweder ganz oder gar nicht verlieben. Das muss so richtig schnackeln und dann brennt die Hütte. Hier ist es ja auch noch der Löwe. Und man kann es auch so sehen, die Frau steht ganz eng beim Mann. Ja? Chiron in Opposition zu Uranus, das ist auch nicht einfach. Also spannenderweise findet man das in ganz vielen Horoskopen. Das ist ein sehr häufiger Aspekt. Und das hat damit zu tun, dass man glaubt, ungewöhnlich zu sein, dass man glaubt, in einer Gruppe bei Gleichgesinnten sich zu finden und gleichzeitig aber den Schmerz abwehrt. Natürlich mit einem Chiron in 12 ist es eh schwierig, an seine Wunden zu kommen. Ja? Ich habe euch jetzt mal einen Transit mitgebracht und zwar hatte sie im November 2007 einen Zusammenbruch. Sie ist besoffen auf die Bühne gekommen und war zu der Zeit schon drogenabhängig. Ihr wisst ja auch dieses eine Lied, irgendwie they want me to go to rehab, ne? Also in die Reha-Klinik und das wollte sie ja nicht. Sie hat versucht, Entzug zu machen, aber es ist ihr nicht gelungen.
Und allein schon diese Konstellationen hier in diesen Jahren, 2007, 2008, sind der absolute Oberknaller. Also diese eine Sollbruchstelle mit Mond, Neptun hat hier den Pluto drauf. Ja. Dann haben wir noch den Neptun in Opposition zu Venus, Mars. Und ne, das ist ja auch die Zeit und auf der Lilith, also löst quasi diese Opposition aus. Und sie hatte eine sehr schwierige Beziehung, eine sehr symbiotische Beziehung. Das waren, also die haben sich sehr geliebt. Ich zeige euch gleich das Horoskop. Das war aber auch sehr destruktiv. Die haben gesoffen, die haben Drogen genommen. Und es gibt bestimmte Überlappungen in den Horoskopen. Und sie singt auch in fast allen Liedern, singt sie über ihn. Ja? Denn er hat sich zweimal von ihr getrennt. Und das hat ihr jedes Mal, also wirklich fast das Herz gebrochen. Es gibt so Aufnahmen, da rollt sie sich auf dem Fußboden in so einem Hotel vor der Hotelbar. Also es ist sowieso, also dieser Film ist sehr schockierend, weil das wirklich ein reiner Doku-Film ist, zusammengeschnitten aus Privatfilmen. Das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Das sind ja auch schon die Zeiten der Handys und Digicams, wo man alles aufnimmt und auf Facebook stellt und. Das heißt, es ist auch eine der ersten berühmten Persönlichkeiten, deren Leben noch besser dokumentiert wurde, weil es gar kein Privatleben mehr gab, weil auch im Privatleben immer alles gefilmt wurde. Ja? Also sehr, sehr schwer, sich das anzugucken. Es tut einem echt weh. Gut. Also ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie das hier ist mit Pluto auf Mond Neptun. Das heißt, also man fühlt sich quasi von der Öffentlichkeit und in der Partnerschaft bezwungen und machtlos. Ja, das wäre zum Beispiel eine schöne Deutung dafür. Und dass sich eine Sucht, eine Suche, das ist der Neptun, versteift, versteinert und quälend wird. Ja, es ist ganz schwierig in so einem, also bei so einem Transit da rauszukommen. Das geht ohne Hilfe eigentlich fast gar nicht. Und das hier ist natürlich, dass sich die, das ist, ne, das zeigt in der Regel auf, dass sich etwas auflöst. Dass sich etwas auflöst. Ja? Dann haben wir noch den Saturn, der macht ein Quadrat zu ihrer flippigen Arbeitswut und das ist dann natürlich auch der Burnout, klar. Also Saturn sagt, stopp, der Tank ist leer. Und die beiden hier, die wollen ja immer weiter rocken sozusagen. Und dann kommt Saturn und dreht den Hahn ab. Und dann, das hat auch viel mit Nerven zu tun. Also Uranus hat auch viel mit Nerven zu tun und dann ja, brennt natürlich die Sicherung durch, ganz klar. Könnt ihr das so ein bisschen verstehen? Ich habe mir hier extra nur diese drei Transite herausgezogen, weil man sich bei solchen Ereignissen ja auch im Nachhinein fragt, warum hat sie sich nicht Hilfe gesucht, warum hat sie sich nicht einweisen lassen, warum hat sie sich von ihrem Vater so beeinflussen lassen, warum hat sie ihren Manager nicht gefeuert, hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? Aber wenn man dann diese gewaltigen Transite sieht, dann ist es wirklich schwierig, sich vorzustellen, wie man oder wie diese Frau in diesem Fall etwas hätte anders machen können. Ja, also ist im Nachgang ist man ja immer schlauer. Und gerade bei den langsamen Läufern nach den Transiten weiß man immer, was sie zu bedeuten hatten. Während wenn man in dem Transit selber drin ist, ist es schwer. Ist es schwer, das ohne Hilfe annehmen zu können und da konstruktiv mit umzugehen. So, jetzt nochmal den Herrn der Schöpfung. Ich finde schon mal, dass der optisch sehr gut zu ihr passt. Das ist Blake. Und Blake ist auch ein Künstler, aber natürlich lange nicht so erfolgreich wie sie. Und es gibt im Horoskop, gibt es gewisse Entsprechungen, wo man sagen kann, das ist kein Wunder, dass sie sich den ausgesucht hat. Wir haben hier zum Beispiel Mond im gleichen Tierkreiszeichen. Also er hat auch Mond im Steinbock. Und er hat einen sehr starken Neptun. Bei ihm ist es aber so, ne, auch als Herrscher von 1, er hat dann auch noch
Venus in den Fischen im 12. Haus, also kein Wunder, dass er sich eine Opferfrau, eine süchtige Frau sozusagen gesucht hat. Und das haben die beiden geteilt. Sie waren quasi selber beide zusammen, so wie so zwei verlorene Seelen, die sich an der Spritze und an der Flasche und an der Musik und in den Nachtclubs versucht haben, aneinander festzuhalten. Wir sehen, dass dieser Mann eine Seite hat mit Sonne, Opposition Pluto, ist ja auch ein heftiger Aspekt, den man so deuten könnte. Eigentlich ist es ja eine ziemlich kecke, frische Widdersonne in eins, aber durch den Pluto gibt es ein Gefühl, dass man die Welt gegen sich hat, dass man immer wieder eingeschränkt wird, dass man machtlos ist und man geht dagegen an. Deshalb war der natürlich auch immer in Schlägereien verwickelt. Und also er selber hat erst viele Jahre später nach dem Tod von Amy Winehouse eigentlich das ganze Elend, das er ihr willentlich, nicht willentlich angetan hat, gesehen. Vorher hat er den Pluto von sich weggehalten. So kann man eine Opposition auch immer sehr schön interpretieren. Man projiziert es nach außen. Und natürlich hat er ein knüppeldickes, volles Begegnungshaus mit vier rückläufigen Planeten, mit Mars in der Waage, mit Saturn in der Waage, mit Pluto in der Waage und mit Jupiter in Skorpion. Ja. Fällt euch noch was ein zu dem Horoskop? Also auch wieder, ich glaube, da war der auch 23 oder so und das sieht doch auch schon ganz alt aus, das Gesicht. Also dieses Party und Musik und Drogen und Alkohol, ein Exzess nach dem anderen, das fordert wirklich seinen Tribut. Sieht auch so ein Gesicht, also das passt. Er ist auch so dünn. Die sehen auf manchen Bildern auch eher aus wie Geschwister als wie ein Liebespaar. Von den Häusern her komplett gegenläufig zu Amy. Ja. Ja, also sie hat ganz viel im seelischen Quadranten und er hat ganz viel im Begegnungsquadranten. Ne? Deshalb war das auch so ein Allotri, der konnte immer nicht zu Hause bleiben. Ist klar. Ne? Und Saturn, ein rückläufiger Saturn in der Waage, ist zum Beispiel auch ein Anzeichen dafür, dass man also alles, was gesellschaftliche Anlässe und Verpflichtungen angeht, nicht Nein sagen kann. Ja? Das sind die Leute, die von einer Party zur anderen gehen und das vielleicht gar nicht so lustvoll finden. Gut. Das ist diese tragische, aber sehr faszinierende Geschichte und ich kann euch nur raten, auf YouTube mal so ein bisschen Amy Winehouse einzugeben. Das ist wahnsinnig interessant. Ich möchte zum Abschluss etwas Positiveres, mit etwas Positiverem, mit einer anderen Art Neptun auszuleben, schließen. Ihr kennt natürlich alle Jules Verne in 80 Tagen um die Welt, die Reise zum Mittelpunkt der Erde und 80.000 Meilen, 20.000, ich muss wieder übertreiben hier, 20.000 Meilen unter dem Meer. Eine sehr schillernde Persönlichkeit, der auch wieder in diese Neptun-Jahre fällt, ne? Also geboren 1828, das heißt, als Neptun entdeckt wurde, 1846 war er schon erwachsen und nimmt dann quasi diese ganze Zeit mit. So, der hat als kleiner Junge war er sehr affin, alles was mit Wasser zusammenhängt. Er wollte mit 11 ausbüchsen und Matrose werden, das hat man verhindert. Und also später ist er über viele andere Berufe zur Schriftstellerei gekommen und ist immer auf Schiffsreisen gegangen. Irgendwann hat er entdeckt, dass er ganz viel sich interessiert für Maschinen
und für das Meer und alles, was mit dem Meer zu tun hat. Es geht auch darum, also auch fremde Welten, hat zum Beispiel auch Bücher geschrieben, die Reise zum Mond. Also er hat quasi ein ganzes Genre erfunden, Science Fiction, in einer Zeit, wo man denkt, das kann doch gar nicht sein. Das ist doch wirklich Mitte des 19. Jahrhunderts, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Und die Bücher werden ja auch immer noch gelesen und es wird auch immer noch verfilmt. Und dieser Mensch hat eine enorme Fantasie gehabt. Und konnte dann auch noch so begabt schreiben, hochintelligent. Und wenn man sich sein Horoskop anguckt, dann darf einem das alles nicht wundern. Also, wir haben hier einen wunderschönen, also ich finde, das ist wirklich wie ein Gemälde. Wir haben einen wunderschönen Drachen, wo der Neptun ins achte Haus fliegt. Und ihr wisst, im achten Haus fliegt man in die Tiefe. Also deutlicher kann ein Horoskop doch gar nicht sprechen, oder? Dann haben wir also diese Affinität zu Maschinen durch die Wassermann-Betonung, natürlich auch noch im 10. Haus dann. Und der, hab ich den Faden verloren, Herrscher von 10 in 9, ja, es hat mit Reisen zu tun. Und was sind es für Reisen? Es sind ganz ungewöhnliche Reisen in irgendwelchen U-Booten. Und es gab natürlich Mitte des 19. Jahrhunderts noch gar keine U-Boote. Also die sind seiner Fantasie entsprungen. Das muss man sich mal reinziehen. Wie genial ist das denn? Ja, also absolut genial. Wahnsinnig genial. Und dann diese Wasseraffinität, die sehen wir durch das große Trigon hier, dem Wasser, Mond und hier auch wieder. Also dieses Horoskop schreit einen von allen Seiten an. Mond im Skorpion. Ich möchte natürlich auch in die Tiefe. Saturn in Krebs in 2. Da geht es quasi darum, dass man sich. Ach, guck mal, das ist doch interessant. Das passt zu der Frage, die Monika vorhin hatte, als ich sagte, Saturn ist Selbstwert und Monika fragte, hat nicht auch das zweite Haus mit dem Selbstwert zu tun? Und voilà, das stimmt natürlich. Der hat ein Buch nach dem anderen geschrieben. Also das kam auch so ein bisschen aus so einem Zwang heraus, aus so einem Arbeitswut, aus so einem Arbeitseifer. Ansonsten hat er das, glaube ich, gelebt. Er hat eine Witwe mit zwei Kindern geheiratet und hatte eine sehr enge Beziehung zu seinem Sohn. Also ein Mann mit Saturn im Krebs muss auch immer ein Thema mit Bemuttern haben, ganz klar. Ja, gut. Da oben auch die wunderschöne Venus in den Fischen, die ist natürlich sehr fantasiebegabt. Und also der Drachen ist hier natürlich ein Talent. Dreieck und die Spannung, die ja für die Leistung sorgt. Denn wenn man nur so blaue, wenn man nur so blaue Aspektlinien im Horoskop hatte, dann könnte das sein, dass man auf dem Sofa liegen bleibt und träumt. Die roten, und also spannenderweise wie bei Amy Winehouse haben wir auch eine Sonne-Mond-Quadratur. Also hier auch wieder eine innere Spaltung von Gefühl und Verstand, von Bewusstsein und Unbewusstsein. Und auch hier wieder das spornt zu großen Taten an. Habt ihr noch Fragen zu diesem Horoskop? Ich gucke mir das auch nochmal eben an. Das ist absolut faszinierend. Geht nochmal einen Schritt zurück. Ja, das ist eine Illustration aus einer Zeitschrift. Ja, dass man ihn schon zu Lebzeiten sozusagen so gesehen hat. Ein Bart hatten ja alle Wissenschaftler zu der Zeit, also alle Männer über 25 hatten so ein Rauschebart. Das darf uns jetzt nicht verwundern, aber dass er mit diesen merkwürdigen Seeungeheuern hier auf dem Meeresboden liegt. Ne? Okay. Ja. Ups. Also, und der Merkur ist natürlich auch der Herrscher von 1. Was soll das hier? Sorry. Also Herrscher von 1 in 10 und ist dann auch noch in einem Luftzeichen. Also wir haben hier nicht nur eine Wasser-, sondern auch eine Luftbetonung. Das findet man häufig bei Schriftstellern. Das hat zum Beispiel J.K. Rowling hat das, glaube ich, auch, die Erfinderin von Harry Potter. Habt
Habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Anmerkungen? Drachenfigur ist immer was, hat viel mit Sehnsucht zu tun. In diesem Fall natürlich noch umso mehr, weil der Neptun mitspielt. Wir können zum Beispiel noch mal gucken, wo kommt der Neptun her? Der kommt aus dem 11. Haus. Ja, Herrscher von 11 in 8. Das heißt, das 11. Haus ist auch das Haus der Wissenschaft, des Forschens und der Metaebene. Ne? Man hat die Gruppen von außen im Blick. Ja? Und wo geht die Reise hin? Es geht in die Tiefe. In die Tiefe. Jetzt sich auch für, also es gab ja erst Ende des 19. Jahrhunderts die Anfänge der Psychoanalyse, aber er hat sich zum Beispiel auch viel für Nervenheilanstalten interessiert. Das ist ja sozusagen der Vorläufer. Ja. Sonne, Merkur im Wasser, man könnte einen Erfindergeist schlechthin sein. Ja, unbedingt, das hat er ja bewiesen. Absolut, absolut, absolut. Wundervoll. Und auch hier dieser Uranus in 9, ne, diese ungewöhnlichen Reisen, Herrscher von 10 in 9, hat viel mit Reisen zu tun. Und bei Amy Winehouse hatten wir eben Mond-Neptun-Konjunktion und hier haben wir Mond-Neptun-Sextil. Ein Sextil gibt immer kreative Impulse. Ja, insofern hat er das sublimiert und künstlerisch genutzt. Und wieder hier dieses fleißige Bienchen, ja, mit dem vollen 6. Haus, wofür sich. Und natürlich diese Reisewut haben wir auch nochmal durch den Mars im Schützen. Der reist natürlich auch für sein Leben gerne. Aber ganz ohne Drama ist sein Leben übrigens auch nicht vonstatten gegangen. Er ist von einem Neffen, der wahrscheinlich ein bisschen geisteskrank war, angeschossen worden aus Jux und Dollerei und war danach körperlich behindert. Also ganz schön krass. Müsste ich mir auch mal angucken, was das für Transite waren an dem Tag. Also Leute, das war eine Neptun-Reise und ich hoffe, ihr könnt heute Abend mitnehmen, was das für eine reiche und komplexe Welt ist und mit wie viel faszinierenden, aber auch tragischen Phänomenen wir hier konfrontiert werden. Ja, deshalb beim Deuten von Neptun immer vorsichtig sein, immer vorsichtig sein. Versucht euch vorzustellen, ob das lustvoll oder qualvoll ist. Fragt schön den Klienten oder denjenigen, den ihr berät, wie diese Komponenten gelebt werden. Und versucht Trost zu spenden. Menschen, die in einer Neptunkrise zum Astrologen kommen, brauchen ganz viel Trost. Ganz viel Trost.